Ich begrüße euch zu unserem neuen Video zum Thema Totalschaden bei Gebrauchtwagen und ganz besonders bei US-Cars. Und da ist mein Autohändler des Vertrauens, Christoph. Hallo, schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Hey, danke schön, dass du nochmal gekommen bist. Ja, wir stehen ja hier schon vor einem super schicken Wagen, wo ich jetzt sagen würde, Mann, toll. Also, wenn ich das sonst so kenne von Salvage Titles, dann muss man sagen, da sind ja schon kleine Macken zu erkennen, häufig jedenfalls. Hier sieht das jetzt für mich richtig schick aus, aber ich weiß, ein Blick von dir und es sieht schon anders aus, oder? Genau. Also das Auto, wie du schon sagst, sieht jetzt sehr gut aus, hat aber vor einem gewissen Zeitraum mal ganz, ganz anders ausgesehen. Das heißt, das Auto hatte einen massiven Frontschaden, den man anhand der Online-Recherche relativ schnell herausfinden kann. Genau, da würde ich direkt mal ansetzen, weil natürlich nicht alle sind so Profis wie du oder ich inzwischen ja fast auch. Und deshalb wollen wir mal anfangen. Wenn ich jetzt so ein Auto sehe und denke, wow, das ist toll, aber mich nicht so richtig auskenne, wie würdest du als Profi dann anfangen, um abzuchecken, ist das wirklich ein cooles Auto oder ist da möglicherweise unter dem coolen Lack Böses verdeckt? Ja, das Einfachste ist, du, wenn du am Auto stehst, guckst du nach der Fahrgestellnummer, die siehst du immer hier in der Scheibe, hier ist immer ein kleiner Ausschnitt. Da steht die 17-stellige Fahrgestellnummer drin. Und diese Fahrgestellnummer kannst du bei Google eingeben und dann zeigt Google dir entsprechende Einträge an. Und jetzt bei dem Auto speziell sieht man ganz schnell, dass das Auto massiv kaputt war. Ah, okay. Hier, glaube ich, war es ein Frontschaden, ne? Genau. Aber es ist ja manchmal auch so, du als Autoexperte, wir wollen ja mal so ein bisschen bei dir in die Karten gucken. Was war es denn, was dich hat schon misstrauisch werden lassen, als du das Auto gesehen hast? Mich hat misstrauisch gemacht, dass das Auto einen Vierzylinder-Motor hat. Und das Erste war diese Abdeckung der Motorhaube oder beziehungsweise dieses Extrateil an der Motorhaube. Und dieses Mittelteil gibt es eigentlich ab Werk nicht. Genau, das, was mir aufgefallen ist, war, dass das ja hier geschlossen ist. Ne? Das genau, ist ja gar nicht irgendwie zu. Offen. Normalerweise, wenn es ab Werk so gewollt ist, ist hier ein Gitter drin, das von hier noch Luft angesogen werden kann, die in den Motor gelangt. Aus optischen Gründen kann man das nachrüsten. Die Unfallautos, die jetzt zum Beispiel aus Litauen kommen, so wie die meisten, ist das ein Indiz dafür, weil das optisch viel, viel hermacht und sehr wenig Aufwand verursacht. Ah, okay. Zweites Indiz für mich waren die Felgen, das weiß ich jetzt, dass es diese Felgen in der Konstellation nie zu einem Vierzylinder-Mustang gegeben hat. Ah, okay. Das und heißt, ist das so ungewöhnlich? Ich meine, ich glaube, mein Auto hat vielleicht auch nicht die Originalfelgen, ja. Aber warum war das jetzt hier so schlimm? Oder was hat da so gedacht? Ah. Ja, vielleicht Erfahrung und Bauchgefühl. Okay. Und die Felge war an sich auch nicht in diesem Farbton. Also wenn du die Felge original kaufst, hat sie nicht diesen Farbton. Die Felge ist nachträglich lackiert worden. Das weiß ich jetzt, weil ich diese Felge schon zigmal... Du kennst die Originalfelge? Genau, ich kenne die Felge. Und man sieht das auch hinterher, wenn man die Google-Abfrage macht, dass diese Felgen schon auf dem Auto waren, aber im Rahmen des Schadens kaputt waren. Okay. Und deswegen war das für mich ein Indiz, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich eine Sonderfelge zu einem anderen Auto, zu einem Sondereditionsmodell. Und deswegen habe ich gedacht, das stimmt schon nicht. Die beiden Sachen sind schon nicht rund zum Auto. Da muss ich mal genauer hingucken. Alles klar. Wenn wir uns jetzt hier diese amerikanischen Schrottwagen, so nenne ich sie jetzt mal etwas böse, ansehen, dann sind das ja natürlich nicht Autos von euch, sondern im Gegenteil. Ihr bekommt die hier hin, um eben zu checken, stimmt da was nicht. Und bei vielen Autos, die ich jetzt kenne, gerade beim Typ Mustang, da ist auch so sehr, sehr auffälliges Leder, also im Innenbereich. Genau. Jetzt sieht das hier noch ganz schick aus. Vielleicht kannst du da vielleicht auch noch so ein, zwei, drei Sätze dazu sagen. Also wie du schon sagst, das Auto ist nicht von uns. Wir verkaufen nur unfallfreie Autos. Und häufig ist es so, ich mache mal die Tür auf, dann sehen wir es besser, dass weniger mehr ist. Das heißt, der Hersteller bietet eigentlich gar nicht so viel aus, weil wenn du dir so ein Auto neu zusammenstellst, gibt es, so wie das zum Beispiel, Originalleder. Das Leder ist schwarz, da sind kleine Muster drauf, aber nichts Wildes in Anführungsstrichen. Okay. Also kein Schriftzug, Mustang oder irgendwas Besticktes oder so. Genau. Okay, also sprich für mich als Laie, wenn ich sehe, dass das Leder sehr, sehr auffällig ist, muss ich vielleicht schon ein bisschen vorsichtig sein. Genau. Ah, guter Tipp. Bei mir als Anwalt, da landen natürlich immer so Klassiker. Ne? Und ein Klassiker, der bei uns immer auf dem Schreibtisch landet, sind Airbags. Also eben gerade keine Airbags, so ist eigentlich das richtig formuliert. Dass nämlich Leute zu uns kommen, die ein Auto gekauft haben, oft auch so ein US-Car. Und ja, da gibt es dann plötzlich kein Airbag. Oder wenn die in die Werkstatt fahren, dann stellt sich raus, das sind T-Shirts, die da verbaut wurden. Kann ich das irgendwie feststellen? Oder ist das eine häufige Problematik, wo du sagst, ja, das ist wirklich ein Standardproblem. Warum wird das nicht gemacht? Ich stelle mir vor, es ist doch einfach, ein Airbag einzubauen. Ja, also erstmal ist das sehr häufig der Fall. Also wenn wir Autos in der Werkstatt haben, ist es häufig eine Problematik mit den Airbags. Okay. Falsche Airbags drin, keine Airbags, falsch angeschlossen. Weißes T-Shirt ist leider ein Klassiker. Okay.
Airbags sind sehr teuer, wenn du sie kaufst. Und deswegen, okay. Also Airbags kostet schon viel Geld. Und wenn du ein ganzes Auto mit Airbags voll ausstatten musst, da bist du auch bei einem vier- oder fünfstelligen Betrag. Und das geben die natürlich häufig nicht aus, die Leute, die ihn dann in Osteuropa zusammenbauen und verzichten dann drauf und umgehen das System. Das Auto hat ja eine Software, die erkennt, ob ein Airbag vorhanden ist oder nicht. Und die aber oft manipuliert ist das richtig? Genau, die wird manipuliert. Man sieht ja am Anfang eigentlich Airbag da und denkt, alles ist gut. Und erst wenn die Lampe dann irgendwie unregelmäßig leuchtet. Also wenn du die Zündung anmachst, geht die Airbag-Lampe an. Und wenn du das Auto startest, geht sie wieder aus. Und dafür gibt es Möglichkeiten, das zu umgehen. Also was man natürlich immer beachten muss, wenn man sich für so ein Auto interessiert oder wenn man so ein Auto kaufen möchte, mit einem entsprechenden Vorschaden, ob die Airbags überhaupt noch vorhanden sind, waren sie ausgelöst, sind sie fach- und sachgerecht wieder eingebaut oder ausgetauscht worden. Wenn das nicht der Fall ist oder du weißt es nicht, dann hast du natürlich immer im Hinterkopf die Angst, wenn du mal einen Unfall hast, löst der Airbag aus oder löst er nicht aus? Bin ich sicher oder bin ich nicht sicher in so einem Auto? Okay, aber es ist schwierig festzustellen, richtig? Augenscheinlich ist es eigentlich nicht möglich. Also wenn wir jetzt hier reingucken, können wir jetzt nicht sagen, ob hier Airbags verbaut sind oder nicht. Wir haben zwar hier zum Beispiel am Sitz, hier ist ein Seitenairbag drin oder am Handschuhfach vorne sind Airbags drin, aber wir können natürlich jetzt durch das Leder nicht durchgucken. Okay, aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei Google feststellen, aha, Frontschaden, man sieht ausgelöste Airbags, dann ist schon, wenn das Ganze so in unseriöse Bahnen gegangen ist, die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass eben gerade keine oder falsche Airbags drin sind, richtig? Richtig. Okay. Und tatsächlich ist es dann auch möglich, für so ein Auto TÜV zu kriegen, ne? Denn eigentlich ist es ja so, die meisten, die da nach Litauen geschifft werden, ich glaube 83% sind sogenannte Salvage Titles, also Totalschaden. Und irgendwann fahren sie dann bei uns. Irgendwann fahren sie bei uns, genau. Und deine Erfahrung, ist denen in den meisten Fällen klar, dass sie eigentlich ein Schrottauto, was sozusagen aufgemöbelt wurde, gekauft haben? Oder ist es gerade nicht klar? Kannst du dazu was sagen? Die Formulierung bringt es eigentlich auf den Punkt. Also es ist meistens ein Schrottauto, das aufgemöbelt wurde und die meisten Leute sind sich nicht im Klaren darüber, was sie gekauft haben. Ach klar. Also es ist häufig in den Kaufverträgen, wenn es überhaupt mit diesen dubiosen Händlern Kaufverträge gibt, steht da häufig entweder als Passus nur drin, dass ein Vorschaden bekannt ist oder auch gar nichts. Okay. Und dann wissen die Leute häufig nur aus dem Kundengespräch oder aus dem Verkaufsgespräch, was ungefähr gewesen ist. Und dann kaufen die das Auto. Häufig wird in Kaufverträgen auch von einem sogenannten Bagatellschaden gesprochen. Aber das Wort Bagatellschaden ist natürlich sehr, sehr dehnbar. Also was ist wirklich eine Bagatelle? Wie klein darf der Schaden sein? Das ist tatsächlich ein bisschen unklar und die Rechtsprechung sagt da so um 1000 Euro für die Reparatur. Das alles fällt unter den Begriff Bagatellschaden. Wenn ich mit meinen Mandanten spreche, na, so richtig im Gespräch wurde da nichts erwähnt. Kannst du das bestätigen, dass das oft verharmlost wird? Genauso wie du sagst. Also die Thematik wird im Gespräch in einem schnellen Nebensatz übergangen und dann wird ein Kaufvertrag vorgelegt, der dann auch im Gespräch unterschrieben wird. Und dann ist das Thema eigentlich vom Tisch. Natürlich ist ganz, ganz wichtig auch immer das, was euch im Verkaufsgespräch erzählt wird. Eine Sache ist, was im Vertrag steht. Da wird es aber oft sehr allgemein gehalten. Also da steht zum Beispiel drin Vorschaden, Bagatellschaden oder unfallfrei. Aber was das genau bedeutet, das wird häufig eigentlich im Verkaufsgespräch genau definiert. Und deshalb solltet ihr am besten immer einen Zeugen mitnehmen. Denn unfallfrei, das kann auch sein, so sehen es manche Gerichte, dass es so kleinere Schäden schon gab. Und damit ihr dann beweisen könnt, dass euer Fahrzeug komplett schadensfrei war, da ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr einen Zeugen mitnehmt. Was schätzt du, ist jetzt hier sozusagen der Aufwand, um festzustellen, ist das Ganze, ich meine, wir kennen jetzt die Bilder, die uns Google geliefert hat, das sah schon schlimm aus, festzustellen, ist es wirklich noch wirklich fahrtauglich? Also bin ich da noch drin sicher und sind auch andere noch sicher? Der Aufwand dafür und dann der Aufwand zum Reparieren, kannst du das ungefähr abschätzen? Also so eine Reparatur, wenn du sie in Deutschland in einer vernünftigen Meisterwerkstatt machen lässt, bist du im fünfstelligen Bereich. In Litauen oder in Osteuropa werden häufig keine Erstausrüster-Ersatzteile bezogen, sondern irgendwelche anderen. Ganz häufig haben wir es auch, dass aus zwei Autos eins gemacht wird. Dann haben wir ein Auto mit einem Frontschaden und eins mit einem Heckschaden. Die werden, wie du es dir vorstellst, in der Mitte durchgeschnitten. Und dann werden die jeweiligen kaputten Teile entsorgt und die heilen Teile werden zusammengebaut und wieder verkauft. Das ist natürlich günstiger, weil die Lohnkosten in Osteuropa wesentlich geringer sind. Die Materialkosten sind geringer, weil es keine Erstausrüstermaterialien sind.
Und wenn ich jetzt höre, fünfstelliger Bereich für die Reparatur, dann ist so die Sache, dass ich natürlich mich frage, ist das wirklich ein Schnäppchen, wie viele meiner Mandanten glauben, und lohnt sich wirklich eine Minderung? Oder würdest du als Experte sagen, hey, so ein Auto ist eigentlich so ein, ich sag's mal, Millionengrab, wo man eigentlich gar nicht so richtig sicher sein kann, bis man nicht super viel Geld in die Hand genommen hat. Du kannst Glück haben, dass du 10 Jahre mit dem Auto fährst, hast ganz viel Spaß und alles ist wunderbar. Du kannst auch ganz viel Pech haben. Okay. Softwareprobleme, natürlich mechanische Probleme, und dann fängst du an, Geld zu investieren. Und dann wird, wie du sagst, kann es ein richtiges Groschengrab werden. Und dann kann passieren, dass du da richtig viel Geld investieren musst. Tendenz der Leute, behalten oder weggeben? Was ist so deine Erfahrung? Die meisten Leute sind rechtlich überhaupt nicht aufgeklärt, okay, haben da keine Ahnung von. Und deshalb würde ich jetzt sagen, da gemeinsam sind wir da zusammen stark. Also rechtlich ist es gar nicht so problematisch, aber man muss natürlich erstmal nachweisen, dass das schicke Auto innen gar nicht so schick ist. Und dafür seid ihr die absoluten Experten. Ja, ich meine, so sind wir ja auch zusammengekommen. Und ich glaube, so ist es der Car-Experte und der Rechtsexperte zusammen echt eine coole Mischung. Finde ich auch. Habt ihr denn schon mal euer Auto gecheckt und eure Frage schon mal bei Google eingegeben? Und wenn ihr da Probleme oder Fragen habt, dann helfen wir euch in unserer Werkstatt gerne weiter. Natürlich sind wir auch immer an euren Geschichten interessiert. Also sprich, wenn ihr schon Erfahrungen mit US-Cars gehabt habt, dann schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Geschichten.